So, endlich sind wir da. Der erste Tag bei der Weltmeisterschaft. 1,5 Stunden ist jetzt gelaufen. Thorsten Kusters, wie läuft's in die erste 1,5 Stunden für Deutschland? Ja, wir haben 2 Sektoren, wo wir gut, sehr gut liegen. Wir haben den Felix erst auf einer Brassentaktik gehabt, haben aber dann ganz schnell gemerkt, dass es auf den Plätzen dann nicht funktioniert und haben dann umgestellt auf Rotaugen. Fängt jetzt eine sehr hohe Stückzahl auch an Rotaugen, liegt da im Moment auch an Stückzahlen auf Platz 3. Das Problem, was wir im Moment haben, ist, wir haben auf B2, was sehr weit vom Felix weg ist, den Leo Koth sitzen, der jetzt kontinuierlich Brassen fängt, um die 500 bis 800 Gramm. Bei uns funktioniert das noch nicht. Wir werden jetzt versuchen, entweder den Felix noch kürzer zu holen und ansonsten ja, müssen wir mal schauen. Also in anderen Sektoren, beim Uwe im Sektor sieht es noch nicht so gut aus. Wir schätzen ihn so um die 18 bis 20 im Sektor und der Michael Schlögel, der hat gerade leider 2 Brassen an der Kante verloren, sonst würde der auch ganz vorne dabei sein und er liegt auch im Moment so um Platz 15 bis 20. Leider, weil er die Fische verloren hat. Wir gucken gerade runter. Hier ist B2. Leider können wir nicht gucken. Leo Koth hat wieder eine Brasse im Netz von 800 Gramm. Hinter uns B4. Wir haben Francis McGoldrick von Irland. Der angelt an ganz anderer Taktik. Der angelt, der schmeißt raus auf 12, 13 Meter. 8 Meter sind das. 8 Meter? 8 Meter. 8 Meter. Und in dieser Tiefe, das ist wirklich, der Korb kommt am Boden, kurz unter der Spitze. Und der fängt seinen Fische, hat ca. 40 Fische in der ersten Stunde. Er hat jetzt mehr, 52 hat er jetzt im Moment. Im Montag. Ja, also es ist schwierig jetzt im Moment eine Voraussicht zu sagen, aber der Felix kann sich mit Kleinfischen auf jeden Fall gut halten. Da bin ich auch im Moment dran, ihn weiter einzustellen. Wir treffen jetzt nur eine Entscheidung, entweder bleiben wir auf der Bahn und hoffen noch auf ein paar Brassen und angeln trotzdem weiter auf den Platz auf Rotaugen oder wir werden ganz kurz auf 8 Meter gehen und dann dem Felix seine Schnelligkeit ausspielen lassen, weil er wirklich eine sehr hohe Schlachtzahl an Rotaugen fangen kann. Sehr schwer entscheiden, ne? Hast du 2 Plätze, eine fängt Brassen, die andere angelt weiter auf seinen kleinen Fisch. Es ist schwer, diese Entscheidung zu treffen, wenn zu tauschen, ne? Ja, es ist wirklich schwer. Also die Holländer zeigen uns gerade hier, dass Brassenfang geht. Aber der Sprung von B2 auf B23 ist enorm groß. Ja. Wir wussten, dass in dem Bereich hier Brassen kommen. Haben gehofft, dass in unserem Sektor da am Ende auch Brassen kommen. Aber die sind nicht in der Stückzahl hin, wie der Leo Koth hier fängt. Ja, cool. Ich meinte nicht Felix, dass er tauschen wird wegen der Brassen. Aber hier zum Beispiel die Ära 2 Plätze weiter. Da kann man schon sehen, 2 sehr extreme Taktiken. Man darf aber auch den Mann hier in der Mitte nicht unterschätzen, der dazwischen sitzt. Der fängt mit einer anderen Taktik, mit ein paar geschnittenen Maiskörnern und Mücken im Korb größere Rotaugen, auch auf der gleichen Distanz wie Leo Koth halt Brassen fängt. Ne? Ja. Sehr schwierig. Das ist die Slowakia auf B3. Ja, dann ganz verschiedene Taktiken. Das ist ein ganz taktischer Wettkampf hier. Wir haben hier. Gerade für die Bankrunner ist es hier sehr wichtig, dass wir aufpassen, dass wir gucken, was passiert auf der Strecke. Wir haben wirklich einen nur im Sektor, der sehr, sehr gut Brassen fängt. Alle anderen sind auf Kleinfisch. Und ich schätze den Felix im Moment nach den ersten 1,5 Stunden so auf Platz 5 auf 6 ein. Gut, mit einer nicht schlecht, aber nicht der richtige Anfang. So, da ist wirklich was zu holen da. Genau, also wir haben am Anfang wirklich auf Brassen gesetzt und haben dann aber wirklich nach 20 Minuten schon umgestellt, weil wir gesehen haben, dass alle das auf Rotaugen angeln. Jetzt gucken wir mal weiter. Ich werde jetzt nochmal die ganze Strecke beobachten, werde nochmal alles ablaufen, nochmal überall gucken, wo welche Fische kommen und dann treffen wir die nächste Entscheidung für die nächste Stunde. Ja. Thorsten, vielen Dank und ich weiß, du hast viel zu tun. Weiter so. Wir befinden uns am A18 bei Uwe Wangerin mit Michael Samataro als Betreuer. Michael, wir haben kleine Probleme hier unten. Wirst du weiter erzählen? Ja, würde ich gerne. Ich halt mal. Also ich hatte gestern schon befürchtet, als wir gehört haben, dass der Uwe im A-Sektor fischen muss, dass hier die Bucht natürlich zu fürchterlichen Problemen führt. Und schlechter hätte es uns nicht treffen können. Wir sind wirklich absolut der hinterste Mann in dieser Bucht und werden natürlich von der rechten Seite absolut eingeworfen. Ja, wir haben irgendwo einen Abstand von circa 4 Metern zwischen den beiden Futterkörben des Rumänen und von Uwe. Und von daher kriegen natürlich beide keine Ruhe in den Platz. Ja, sobald einer verlängert, geht der andere mit, geht einer wieder kürzer, geht der andere wieder mit. Also da werden wir total abstürzen hier. Und die einzige Chance, die der Uwe jetzt noch hat, vielleicht 2, 3 Punkte noch aufzubessern, ist, indem er jetzt vielleicht gleich auf Kleinfische umstellen wird. Ja, also das ist wirklich übel hier. Wobei man dem Rumänen auch keinen Vorwurf machen kann.
er wirft auch wirklich nach seiner Möglichkeit irgendwo an die eine Grenze, geht er ran und wirft dann 2 Meter mehr nach rechts, dann ist er an einer anderen Grenze dran. Das ist halt in Buchten so. Man hätte den Platz einfach hier wirklich auslassen müssen. Ja, das ist absolut unfair dem Teilnehmer gegenüber. Ja, man sieht hier nicht genau im Kamera, hinter uns ist die Uwe. Das ist wie ein Stück geschnittene Torte sozusagen. Ja. Alle bleiben in ihren Sektoren, das ist ihr Recht, aber die Uwe ist richtig begrenzt da in der Ecke. Ich glaube, an die andere Ende haben wir auch eine Kurve und der ist sogar gesperrt, die Kurve da. Das ist richtig. Vor allen Dingen in der Regel, wenn man sowas vorfindet, dann hat man manchmal noch eine kleine Chance, indem man sich einfach von den Nachbarn absetzt über die Entfernung. Das ist aber heute hier nicht möglich. Wir kommen dann einfach zu tief. Ja, wir haben mal ausgelotet, 3 Meter, 4 Meter Verlängerung heißt 3 Sekunden mehr Wassertiefe. Und in den Trainingstagen haben wir festgestellt, dass definitiv sich da kein Fisch befindet, außer Aalen. Und die braucht man natürlich heute nicht. Ne? Also von daher kann er wirklich nur noch Kleinfische fangen. Und das liebt er natürlich nicht so, nur wir müssen irgendwie versuchen, vielleicht noch 2, 3 Pünktchen hier gut zu machen dann. Ne? Ja, das Beste raus machen dann. Ne? Super. Wir sind in der 3. Stunde jetzt. Hast du Nachrichten von der Rest der Mannschaft? Also ich habe gehört, der Felix fängt wirklich kontinuierlich kleine Fische, hat sehr, sehr gut aufgeholt, soll laut Aussage von Thorsten irgendwo auf Position 2 bis 5 liegen bisher. Michael Schlögel hat schlecht gestartet, habe ich gehört, hat aber dann auch einige Plätze gut gemacht. Bei Money Back im E-Sektor soll es eigentlich verhältnismäßig gut laufen und Per hat relativ schnell auch Fisch gefangen. Nur ich bin jetzt nicht viel gelaufen, ich habe mich wirklich hier streng hinter den Uwe gestellt. Von daher kann ich nur das weitergeben, was ich dann von den anderen halt gehört habe. Gut, dann ich hoffe alles Beste, dass er wirklich ein paar Plätze retten kann hier. Ja, es wird aber schwierig. Ja, es wird definitiv schwierig. Ne? Aber er hat der beste Betreuer hinter ihm. Danke, Michael. Den ruhigsten vielleicht, ja? Okay. Okay. Danke. So, 3. Stunde ist durch. Wir sind auf C3 mit Per Sattler. Links von Per ist Phil Ringer, Engländer, so Deutschland gegen England hier. Kurt, wie läuft's bis jetzt auf diese Plätze? Gut, also ganz offensichtlich und auch zu sehen für jedermann ist, dass Phil Ringer definitiv im Moment den besseren Lauf hat. Erwartungsgemäß sind die Engländer ja sowieso immer stärker, als man zunächst hofft. Ja. Ich sag mal, bisher in den ersten 2 Stunden konnte Per da eigentlich sehr, sehr gut gegenhalten. Dann war es fast pari bei der Stückzahl. Was auffällt, ist, dass Phil jetzt definitiv die größeren Brassen am Platz bekommt und diese auch keschern kann, während Per sich so ein bisschen mehr noch mit den Rotaugen mittlerer Güteklasse abmüht. Ich sag mal, generell ist unsere Marschrichtung ja nicht hier zu gewinnen. Das ist also irgendwo ein Traumziel, aber nicht Marschrichtung, sondern irgendwo im Mittelfeld, sprich darüber zu etablieren. Und das gelingt dem Per bisher eigentlich ganz gut mit der Taktik, die wir hier fahren. Gehen wir zurück zur Anfangsfutterung. Per hat ziemlich viel im Vergleich zu Phil reingeschmissen. Ja gut, Phil hat in den ersten 10 Minuten hat er 3 Körbe geworfen und hat im Prinzip nach Auftreffen der Körbe auf dem Boden wirklich 2, 3 Minuten gar nichts gemacht. Per hat in demselben Zeitraum 2 Bahnen befüttert, die vordere Bahn so mit etwa 3 Körben und die hintere Bahn auf etwas 30 Meter plus, so ich sag mal auch mit 2 bis 3 Körben. Das heißt, der Unterschied ist nicht ganz so gewaltig, allerdings hat Phil auch nur die eine Bahn beschossen. Ja. Könntest du was sagen, warum jetzt die Taktik, Phil liegt vorne, würdest du sagen jetzt? Auf jeden Fall. Und warum kann man da was sehen heute? Ja, ich sag mal, also den einzigen sichtbaren Unterschied, den ich also festgestellt habe, ist die Qualität der Ködermaterialien. Das, was man eben ganz deutlich sehen konnte, ist, dass die, ich will nicht sagen die Engländer generell, aber zumindest Phil, sehr, sehr große Mückenlarven verwendet. Also wir hatten zunächst die Vermutung, dass sie mit kleinen Mistwürmern arbeiten, aber beim richtigen Hingucken unter entsprechendem Licht konnte man eben sehen, dass das sehr, sehr große Mückenlarven sind. Das bringt natürlich auch eine ganz andere Qualität auf den Köder. Das heißt, um das zu kompensieren, müssten wir im Grunde ein ganzes Bündel von Mückenlarven dranhängen, was wiederum zu vielen Fehlbissen führt. Also da ist schon irgendwo auch da eine Qualität anderer Art zu sehen. Ja. Schlechte Vorbereiten, habt ihr die Mücken mitgehabt oder? Nein, wir haben schon auch mit Mücken gearbeitet, haben das auch konsequent in den letzten 2 Trainingstagen gemacht, weil ich sag mal, es bringt nichts am Anfang einer Testphase, die Mücken sofort einzusetzen. Mücken sind immer eine Sache, die sensibler wird im Laufe von mehreren Tagen Befütterung. Deswegen haben wir uns da auf den Donnerstag und den Freitag begrenzt und haben damit auch entsprechend gute Ergebnisse eingefahren. Mhm. Also in den einzelnen Trainingsboxen Fanggewichte über 10 Kilo. Ich sag mal, das ist für hier eine anständige Nummer. Haben wir alle mal immer auch damit hinbekommen. Ja, gut. Und allgemein zu der deutschen Mannschaft in der 4. Stunde jetzt. Wie sieht's aus? Also nach den Informationen, die mir vorliegen, haben wir im Moment, ich sag mal,
ja, Himmel und Hölle ziemlich dicht zusammenliegen. Also ich sag mal, nach meinen Informationen ist beim Felix Scheuermann irgendwo im oberen, unter den ersten 6, 7 Plätzen, ist er im Moment zu sehen. Von Manfred Beck aus dem E-Sektor habe ich nur die telefonischen Informationen, dass der auch gut mithält, was immer das heißen mag, wobei der Sektor natürlich 25 Leute umfasst. Vom Pair würde ich mal sagen, den sehe ich aktuell von 25 Teilnehmern irgendwo zwischen Platz 5 und 10. Wobei auch da immer so ein gewisses Fragezeichen herrscht, weil man kann natürlich den hinteren Bereich nicht einsehen. Und wenn dort hintereinander ein paar große Bresen gekommen sind, verändert das die Situation. So, unser Sorgenkind aktuell ist eigentlich der Uwe Wangerin. Nicht zwingenderweise wegen der Person, sondern weil er leider Gottes auf einer... Wir waren gerade oben, haben mit Michael auch gleich gesprochen. Mhm. Wir kennen die Situation da oben. Eben, da müssen sich wohl also drei Leute einen Platz teilen, so ungefähr. Ja. Und das erschwert natürlich unsere Taktik ungemein. Ja. Da macht man dann auch im Prinzip nichts. Wenn drei Leute auf 5 Quadratmeter füttern, dann teilt man sich die Fische, die da sind. Im hinteren Bereich, wo Michael Schlögel sitzt, im D-Sektor, haben wir aktuell das Problem gehabt, dass in den ersten 3 Stunden 4 oder 5 gute Fische, große Bresen, verhältnismäßig groß hier für dieses Gewässer, an der Kante verloren gingen. Mhm. Das kennen wir aber auch vom Training, als wir in der Trainingsbox oben gesessen haben, dass dort ein schroff abfallender Boden ist, der teilweise hochstehende Schieferplatten hat. Man sieht es teilweise am Ufer, im ufernahen Bereich, wie das aussieht. Und wenn ich da mit einem Fisch reinhänge oder reinkomme, knippt es ohne Probleme die Vorfläche durch. Und die Situation hat er wohl gehabt. Und er ist jetzt taktisch dann gehalten worden, sich auf die kleineren Fische im vorderen Bereich zu konzentrieren, um zumindest, was nicht unsere Taktik war, aber in dem Fall sein muss, ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Ist ein bisschen zu früh jetzt, aber kann man schon mal Taktikänderungen von morgen schon sehen? Es ist schwierig. Ich sag mal, das kennen wir von den letzten Weltmeisterschaften, dass 5 Tage freies Training Erkenntnisse gebracht haben und diese Erkenntnisse wurden meistens durch das Ergebnis vom Samstag teilweise wieder überholt. Was natürlich in so einer Situation ist, dass an dem Samstag, wo alle mit offenen Karten spielen und alle wirklich das Beste geben, natürlich auch die höchste Qualität an Ködern reinkommt, auch die höchste Menge. Das wiederum natürlich den Fisch für den Sonntag sensibilisiert. Also ich weiß nicht, ob man jetzt schon irgendwo eine Taktik festmachen kann. Wir müssen es im Endeffekt daran sehen, wo wir gewichtstechnisch in den einzelnen Sektoren landen. Wenn wir gravierende Unterschiede haben zu, ich sag jetzt mal, den Plätzen über uns, dann sollten wir auf jeden Fall an der Taktik nochmal feilen. Ja. Die Frage ist halt, in welche Richtung soll das Ganze gehen? Ich sag mal, es kann nur sensibler sein, weil wenn wir grober machen würden, glaube ich, gehen wir so ein bisschen am aktuellen Zielfisch vorbei, der nämlich nicht die großen Brassen sind, die zwar vereinzelt gefangen werden, aber nicht gezielt befischt werden können, sondern wir müssen uns auf die kleineren Fische konzentrieren. Also ich denke mal, es wird eher eine Sensibilisierung der gesamten Situation geben.